Immer dann, wenn in der Ukraine ein kritischer Journalist oder Andersdenkender von Rechtsradikalen oder Ultranationalisten überfallen oder getötet wird, wenn die Redaktionsräume kritischer Websites wie Strana.ua oder dem Internetportal Timer in Odessa von Geheimdienstbeamten durchsucht werden, wenn ukrainische Journalisten wegen Landesverrat verhaftet werden, wie am 15. Mai Kirill Wischinski, der Büroleiter der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti in Kiew, und vor ihm im August 2017 der ukrainische Journalist Wassili Morawiecki, schweigen die großen deutschen Medien oder berichten nur am Rande. Die Tatsache, dass diese Konferenz stattfand an einem sehr wichtigen Ort, eben Nebengebäude des Bundestages, und dass eben auch hochrangige Leute dort waren. Verstehst du, wir leben gerade jetzt in diesen Wochen, leben wir in der Zeit, wo es möglich ist, dass die Ukraine versucht, also angestoßen durch die bestimmte Kreise in den USA, dass sie wieder, also mal sagen, an die militärische Konfrontation in der Ostukraine das wieder verstärken, also möglicherweise Donetsk direkt angreifen oder Gorlovka. Und natürlich war da die Konferenz, kam gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und also ich hoffe, dass die Videos von dieser Konferenz veröffentlicht werden und hoffe sehr, dass diese Blockade, die es einfach gibt, dass man in den letzten 2 Jahren wird ja über die Ukraine überhaupt nichts mehr berichtet, dass das aufgebrochen wird. Und ich meine, ich hoffe, dass von dieser Konferenz ausgehend weitere Aktionen stattfinden. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, lass uns mal in Deutschland einen Aktionstag machen gegen die Repression in der Ukraine, gegen Andersdenkende. Zum Schluss möchte ich einen Vorschlag machen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn unsere Konferenz sozusagen dieser Impuls weitergeht. Und mein Vorschlag ist, dass wir einen deutschlandweiten Aktionstag machen für gegen die Repression gegen Andersdenken in der Ukraine. Der zweite Vorschlag. Aber dann bist du jetzt aktivistisch. Ja, wo ist dann die Grenze zwischen Aktivismus und Journalismus? Ist das nicht so aktivistischer Ansatz? Also da verlierst du, also ich merke in deinem Artikel zu Ukraine, da verlierst du deine Neutralität und dann benennst du die Dinge so wie Faschisten und Nazi-Bataillone und Ähnliches. Ich meine, das ist praktisch in der Ukraine, gibt es einen Bürgerkrieg. Ja. Da werden Wohngebiete im Donetsk beschossen und Deutschland hat den Maidan ja praktisch politisch, medial gesponsert und die deutsche Regierung schweigt dazu, dass in der Ukraine ein Krieg ist und dass Journalisten also verfolgt werden. Und da kann ich als Journalist, muss ich Aktivist sein. Also ich werde auch gar nicht so tun, als ob ich das nicht sei. Dann bin ich das eben. Also, aber dann irgendjemand muss es doch sagen. Irgendjemand muss doch diese Blockade also durchbrechen. Also ich merke eigentlich in der Haltung der Bundesregierung überhaupt keinen Unterschied. Seit 4 Jahren, seit 2014, also nach wie vor Unterstützung, Händeschütteln mit Poroschenko. Mhm. Was muss passieren? Die größte Betroffenheit in Deutschland war 2014, als es einen realen Krieg gab zwischen den Freiwilligen, den Bergleuten und einfach Bürgern der Donetsk-Republik, die gekämpft haben gegen die ukrainischen Streitkräfte. Und da hatten die Deutschen extreme Angst, es kommt ein Krieg, der ganz Europa erfasst. Und ich habe das Gefühl, nur dann werden die Deutschen wieder sich betroffen fühlen. Weil jetzt tun sie so, als ob das ist irgendwo da im Donetsk-Revier, das ist ziemlich weit weg. Also ich weiß auch nicht, wie man den Deutschen das nahebringen kann. Ich meine, es gibt noch einen anderen viel gefährlichen Bacillus. Es ist nicht nur der Krieg, es ist auch der Bacillus des Geschichtsrevisionismus, der ukrainische Geschichtsrevisionismus. Also zu sagen, wir waren die Opfer. Konkret, also die Helden der Westukraine, Roman Schuchewitsch und Stepan Bandera, die mit Hitler kooperiert haben, werden jetzt als Opfer von Stalin hingestellt. Dabei waren sie die Mittäter, den Hitler-Vorstoß, die ganze Sowjetunion sollte ja besetzt werden, also bis zum Ural. Und Deutschland brauchte Rohstoffe und wollte die Russen nur als Sklaven oder sogar ganz vernichten. Und diese Tatsachen sind heute gar nicht mehr im Kopf bei den Leuten. Deutschland hat etwas zu verbergen.
Die deutsche Elite ist heimlich verbunden mit der Regierung in Kiew. Man will ihr nicht durch negative Berichte schaden. Anders kann ich mir dieses schon seit 4 Jahren andauernde Schweigen nicht erklären. Dieses Schweigen hat katastrophale Folgen für die Glaubwürdigkeit der deutschen Demokratie. Und eben dieses Schweigen ist einer der Gründe, warum die Volksparteien in Deutschland massiv an Vertrauen verloren haben. Wenn die deutschen Medien sich an journalistische Standards halten würden, dann würden sie auch die ukrainischen Regierungskritiker und kritische Journalisten aus der Ukraine zu Wort kommen lassen. Diese berichten über die gewalttätigen Ausschreitungen rechtsradikaler und nationalistischer Kräfte, die Rentner überfallen, die das russische St. Georgsband tragen. Sie berichten darüber, wie Ultranationalisten ukrainische Gerichte besetzen, wenn ihnen Richtersprüche nicht passen. Wenn die merken, Russland unterstützt den Donetsk nicht mehr, dann werden die übermütig. Mhm. Also Russland muss den Donetsk unterstützen. Und zwar, es macht es jetzt natürlich schon, also humanitär sehr stark und mit Freiwilligen. Wenn es das nicht tut, dann bringt es sich selbst in Gefahr. Hast du dort russisches Militär gesehen in Donetsk? Nein, habe ich nicht. Nee? Also ich, weißt du, wie ich habe dort Leute getroffen, beschrieben die... Beschrieben wird, Russland führt Krieg in der Ostukraine. Das ist totaler Unsinn. Ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen erst war ich in Donetsk und habe eine Stellung besucht von Bataillon Schachtjorsk, also Bataillon Bergmann. Und dort waren viele ehemalige Bergarbeiter, die auch 40, 50 Jahre alt, die also Militärausbildung schon hatten. Also, und das war wieder ein Beispiel für mich, dass es in der Ostukraine einen richtigen Volksaufstand gegeben hat. Dass, Bergarbeiter, also in der Volkswehr waren Bergarbeiter. Bergarbeiter, ja. Und die habe ich gefragt, ja, die waren wirklich, also die haben sozusagen in den letzten 4 Jahren haben sie gelernt zu kämpfen. Gut, die hatten vielleicht eine Militärausbildung, die haben jetzt gelernt zu kämpfen und wissen, wie man eine Armee stoppt. Und einer hat zum Beispiel gesagt, es war wirklich für mich ergreifend, also 3 Männer sitzen in einem zur Hälfte zerschossenen Haus, trinken einen kleinen Wodka, erzählen mir, dass sie den Tod von einem Kameraden, also einem, der an der Front gestorben ist, gedenken. Erstmal ist es so, dass in Russland die Bereitschaft, dort zu kämpfen, also wenn die Ukraine wirklich angreift, ist riesig. Das heißt, es gibt schon einen Pool an Leuten, die tatsächlich kommen können. Zehntausende werden dann kommen. Okay. Und ich will auch nicht ausschließen, dass Russland in so einer Situation sagt, wir fühlen uns als Land bedroht an unserer Grenze. Eine Regierung, wo also extreme Nationalisten und auch Faschisten sitzen, die greifen also den Donetsk an und eine Millionenstadt. Also dort leben, Donetsk leben allein 2,5 Millionen Menschen. Und also das ist eine außerordentliche Situation. Ich kann das nicht ausschließen, dass Putin dann sagt, also wir müssen das Militär hinschicken. Also das wäre natürlich, also wäre natürlich eine wahnsinnige, mal sagen, es ist ein großer Schritt, aber das erwarten die Leute im Donetsk. Die erwarten schon lange, dass Russland seine Truppen hinschickt. Das hörst du an jeder Straßenecke. Und der normale Bürger. Mhm. Und wenn du sie fragst, dann sagen sie ja, wir verstehen natürlich Putin, dass er das nicht machen kann, weil er dann wird er, also in der von den westlichen Medien wird er total also in die Enge getrieben, und was sowieso schon der Fall ist. Aber das ist die Stimmung im Donetsk. Die Menschen hoffen, dass Russland endlich dieses Gebiet unter seine offizielle Hoheit nimmt, anerkennt oder vielleicht sogar seine Truppen dorthin schickt, damit das endlich aufhört. Verstehst du, die Menschen, das ist eigentlich unvorstellbar, die leben da im ständigen Krieg. Und dass die Deutschen, die dieser Entwicklung letzten Endes, also Deutschland, sage ich, das offizielle Deutschland, hat diese Entwicklung ja zugestimmt, hat das mit initiiert, weil wenn der Maidan, wenn Deutschland gefordert hätte, wir wollen auch mit der Ostukraine im Kontakt bleiben, nicht nur mit dem Maidan, dann wäre es nicht zum Bürgerkrieg gekommen. Aber Deutschland hat sich entschieden, nur den Maidan zu unterstützen. Und dadurch wurde der Bürgerkrieg letzten Endes mit initiiert.